Ende ist es die tschechische und nicht die deutsche Nationalhymne, die im Kuppelsaal des Olympiaparks ertönt. Der erst 18-jährige 2-Meter-Hühne Jakob Jurka hat diesen 58. Weißen Bär von Berlin in beeindruckender Manier dominiert. Von Anfang an gehört der Junioren-Europameister zum engsten Kreis der Turnierfavoriten. Doch dieser Kreis hat es in sich. Zu Berlins größtem und traditionsreichstem Gegenturnier sind Weltklasse-Fechter aus der ganzen Welt angereist. Und natürlich ist auch die komplette deutsche Nationalmannschaft in die Hauptstadt gekommen. Allen voran der WM-Dritte von Leipzig, Richard Schmidt. Der 25-Jährige konnte hier bislang noch nie gewinnen und will das in diesem Jahr unbedingt ändern. Weiß aber auch um die Stärke der Konkurrenz. Der Weiße Bär ist immer das beste deutsche Turnier, was von der Besetzung her, es kommen immer Top-Ausländer. Auch dieses Jahr ist es wieder top besetzt mit dem Ex-Olympiasieger Takia Roll ist da und auch anderen Weltklasse-Fechtern wie Benjamin Steffen. Das ist wirklich top besetzt, ist auch nach den Weltcups natürlich das beste Turnier, was man so fechten kann, von der Stärke her und das schon jahrelang. Und es ist natürlich super, in Berlin hier zu fechten. Im Kuppelsaal dann das Finale, wenn es gut läuft, zu fechten, ist ein Traum. Ein Traum, den auch der Olympiasieger von Peking, Matteo Tagliarol, träumt. Für den 35-jährigen Italiener bietet das Turnier ideale Voraussetzungen, sich mit der Weltspitze und den in die Weltspitze drängenden jungen Wilden zu messen. Um dann in 2 Jahren in Tokio wieder ganz oben mit dabei zu sein. My Olympic title was 10 years ago. You know, I had a couple of injuries in the. Mein Titel bei Olympia ist 10 Jahre her und ich hatte einige Verletzungen seitdem. Aber ich will dieses Comeback. Mein Ziel ist Tokio. Hier sehe ich sehr viele gute Fechter, die viel jünger sind als ich, besonders auch im deutschen Team. You know, way younger than me, even 10 years younger. And the German team is doing very well. Wie es um den deutschen Degen A-Kader genau bestellt ist, weiß niemand besser als Mario Böttcher. Für den Bundestrainer ist der Weiße Bär seit Jahren ein fester Termin in seiner Jahresplanung. Der Weiße Bär ist erstmal national für uns extrem wichtig. Es ist ein Qualifikationsturnier für internationale Weltcup-Turniere, Grand Prix-Turniere und auch für Weltmeisterschaften. Es ist gleichzeitig ein U23-Turnier, das für die Qualifikation für die U23-Europameisterschaften zählt. Und es ist für den Nachwuchs in Deutschland extrem wichtig, aber auch für die älteren Fechter, die sich hier qualifizieren müssen für internationale Wettkämpfe. Für höhere Aufgaben qualifizieren will sich natürlich auch Berlins Degenass Nummer 1, Toni Kneist. Zunächst heißt es aber auch für ihn, die Vorrunde und die K.O.-Gefechte des ersten Wettkampftages zu überstehen. Eine Aufgabe, der sich der Routinier, genau wie die übrigen Favoriten, gekonnt entledigt. Am zweiten Wettkampftag hat sich das Feld dann bereits von 241 Startern auf 64 ausgedünnt. Dafür ist aber ein neuer Wettbewerb hinzugekommen. Beim kleinen Weißen Bär messen sich jetzt die unter 12-jährigen Schüler in der Waffengattung Florett. Und natürlich gibt es auch für die Kleinsten nur ein Ziel, das Finale im historischen Kuppelsaal. Auf die große Bühne schaffen es dann gleich 4 Mädchen und ein Junge aus der Hauptstadt sowie der Neupotsdamer Linus Schulz. Am Ende setzen sich Helena Hagen und Bele Karius vom SC Berlin bei den Mädchen sowie Linus Schulz und der Däne Klaus Lund bei den Jungen durch. Derweil dünnt sich das Feld der Favoriten bei den Erwachsenen merklich aus. Olympiasieger Tagliori muss sich ebenso wie der WM-Dritte Schmidt im 32er Direktausscheid geschlagen geben. Während es der Berliner Toni Kneist mit dem letzten deutschen Turniersieger von 2016, Niklas Multerer, zu tun bekommt. Hier ficht der 5. der DFB-Rangliste gegen den 6. und es wird ein Krimi. Beim Stand von 14:13 für Kneist bleiben Multerer noch 73 Hundertstel, um auszugleichen und die Verlängerung zu erzwingen. Und Multerer trifft. Bedeutet eine Minute extra Zeit. Der nächste Treffer entscheidet. Kneist sucht sein Heil im Angriff und scheitert das Aus für den Berliner. In den Kuppelsaal schafft es aber auch Niklas Multerer, der dem späteren Turniersieger Jakob Jurka unterliegt, nicht. Dafür aber 3 andere Deutsche. Während Rico Braun und Marco Brinkmann im Viertelfinale scheitern, kann sich Stefan Rein durchsetzen. Der Heidenheimer trifft im Halbfinale auf den Niederländer Tristan Thulen.
kann mit dem nächsten Treffer ins Finale einziehen. Wo bereits Jakob Joker wartet. Und rein keine Chance lässt. 15 zu 5 muss sich der Deutsche dem tschechischen Nachwuchstalent geschlagen geben. Trotzdem, ein zweiter Platz beim Weißen Bären kann sich durchaus sehen lassen. Es ist schwer. Im ersten Moment ist erstmal die Enttäuschung, dass man so eine hohe Niederlage kassiert hat. Aber wie ihr seht, die Tschechen freuen sich. Aber ich denke, ich habe einen guten Wettkampf gemacht und bin eigentlich zufrieden mit dem Tag. Und auch der Bundestrainer ist mit dem Abschneiden seiner Schützlinge bei diesem 58. Weißen Bär von Berlin zufrieden. Ich bin auf alle Fälle sehr zufrieden. Wir haben seit langem mal wieder jemanden im Endfinale stehen. Wir haben zwei junge Leute zusätzlich noch in den Viertelfinals stehen, die sich sehr gut präsentiert haben. Auch eine große Masse unter den letzten 64 und 32. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich heute gesehen habe. Und der junge Turniersieger, der weiß um den Stellenwert seiner Leistung und befindet sich auf bestem Weg nach Tokio. Für mich ist es fast wie ein Weltcup und es ist fantastisch, dass ich gewonnen habe. Das habe ich nicht erwartet. Aber auch mit meiner Gesamtleistung hier bin ich sehr zufrieden. Es ist ein wirklich gutes und sehr hartes Turnier. Es ist einfach fantastisch. It's very hard, so it's amazing. Und während Jakob Joker noch seinen fantastischen Triumph genießt, beginnen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für nächstes Jahr, wenn die Fechtwelt wieder zu Gast ist, beim Weißen Bären von Berlin.